Ja, müssen zusehen, dass wir irgendwie an Leder kommen. Also wir werden jetzt, wenn es hell wird, werden wir uns mal ein paar Tiere suchen. Speziell ein paar Kühe. Und gleich wieder zu. So, damit die Viecher hier nicht durchkommen. Die Kiste wäre cool. Bretter haben wir jetzt keine mehr. So, nehmen wir uns erstmal hier so eine Kiste. Die friemeln wir mal hier in die Ecke. Schmeißen wir erstmal den ganzen Blödsinn rein hier. Was ist eine orange Kosmie? Ah, ja. Gut, wer es braucht, ist ja in Ordnung, aber ich brauche das jetzt nicht wirklich. So, was habe ich denn hier im Rucksack drin? Haben wir hier Krawel, haben wir da drin. So. Und Alter, es ist warm. Ich schwitze mir den Wolf. Das ist unglaublich. Ich bin eigentlich einer, der relativ wenig schwitzt, aber momentan bin selbst ich am Ölen wie noch nie. Ja, Außentemperatur schlappe 36,2 Grad. Also, upsa, was ist denn hier los? It's a sauna, my friend. It's a sauna. Juhu! Da kommt ein Zombie. Außen war voraus und will mich holen. Zombie, Zombie. Komm mal her, du. Ich mach sogar die Tür auf. Dann werde ich dich zerrücken, du. Jetzt komm her. Ich bin hier, hier bin ich, du Vogel. Haha, komm her, komm her. Los, tauch ab. Oh, bist du schon kaputt? Das ist ja scheiße. Na gut, dann tauchen wir jetzt auch mal. So, hinauf. Ach, hoffentlich wird es bald hell. Aber es ist schon ein geiles Panorama hier, was du hier hast. So. Machen wir hier mal so. Zack. So, ein Doppelscreenshot, weißt du? So, holen wir uns die Kohle mal hier raus. Ey, wir holen voll die Kohle raus, Mann. Ich hab da voll den Deal am Wickel. Da kriegst du 5000% wieder. Was? Ach ja, wer von euch ist denn scharf auf die Fußball-Weltmeisterschaft 2014 in Brasilien? Brauchen wir die? Brauchen wir die nicht? Und wenn wir die brauchen, wie weit kommt denn die deutsche Nationalmannschaft? Hast du einen Tipp? Hau's mal in die Comments. Wie weit kommen wir mit der Mannschaft? Ja, ein gewisser Marco Reus ist ja ausgefallen, verletzt in einem Testspiel, aus meiner Sicht total unnötiges. Ja, Freundschaftsspiele, es erhält die Freundschaft. Ja, aber es macht die Spieler kaputt. Und gerade wenn du so einen Leistungsträger hast wie Marco Reus. Ja, er ist ausgefallen. Daraufhin hat Bundesnivea-Trainer, Schleichwerbung, Joachim Löw hat daraufhin einen defensiven Spieler nominiert, was ich überhaupt nicht nachvollziehen kann. Aber ist okay. Vielleicht hast du da eine andere Meinung zu. Es würde mich mal interessieren, wenn du eine Meinung hast, klopf's mal in die Comments. Während wir hier warten. Können wir ja hier noch ein bisschen aufklopfen. So, 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 so. Pünkt, pünkt, pünkt. Kann man ja mal machen, so ein Stückchen, weißt du? Jetzt aber sehr KST-lastig heute die Mucke. Fällt mir gerade mal so auf. Da merkst du mal, dass der Player doch nicht so viel auf Zufall arbeitet. Ich habe im Zufallsmodus laufen, dass er einfach mal was Schönes präsentiert, weißt du? Aber im Moment ist es nur KST-Beats. Hopp, 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 hopp. 1, 2, 3, 4.
So, Eisen haben wir da, Feuerstein haben wir da. Könnten wir uns eigentlich ein hübsches kleines Feuerzeug bauen und mal gucken, ob die Hasen nach Norden laufen. Nein, das machen wir nicht. So, ich hoffe jetzt, dass es bald wieder hell wird. Es müsste eigentlich soweit sein, weil auf der Minimap sieht es auf jeden Fall schon mal gut aus. Und ich sehe auch AM gleich 5 Uhr. Da müsste es eigentlich helligkeitsmäßig losdämmern. Und es dämmert. Da dämmert es mir. So, wie kommen wir jetzt am besten? Da ist nochmal Eisen. Oder ist das Kupfer? Das ist Kupfer. Okay, wir schwimmen jetzt mal hier durch. Und dann schwimmen wir mal da hoch. Lassen uns mal vom Wasserfall nach oben treiben. Komm. So. Kopf aus dem Wasser halten, damit wir Luft kriegen. Hoffen, dass wir nicht in irgendeine Seitenströmung geraten, weil sonst sind wir ganz schnell wieder unten. So, siehst du, das meine ich. So, hier sehe ich Tiere und ein Oger, verdammt. Hoffentlich sieht er uns nicht. Doch, er sieht uns. Ich will nicht, dass er uns sieht. Das war mein Handy im Hintergrund. Und hat mitgeteilt, you got message und so. Aber da kann ich mich momentan nicht so mit beschäftigen. Guck mal, eine Wildblume. So, finden wir hier jetzt, was wir brauchen. Was ich brauche, sind Tierchens. Was ich sehe, ist ein Ent. Was ich sehe, ist noch ein Ent. Mit denen können wir nichts anfangen. Und du willst jetzt hier oben Theater machen, oder was? Okay. So, wie kommen wir denn jetzt am besten an milchgebende Hornviecher? Tiere haben wir ja hier genug, aber ich sehe keine, die wir brauchen. Wir brauchen Kühe. Oder bringt uns das, wenn wir die Zicke hier umhauen? Doch! Hey, Leder! Zweimal! Cool! Und ich höre einen Zombie. Okay, wie viel brauchen wir denn eigentlich für eine Ultimate Fist? Das weiß ich gar nicht. Wie viel Leder brauchen wir? Zweimal. Na, das ist doch super. Dann haben wir doch schon, was wir brauchen. Dann brauchen wir keine Kühe suchen. Jetzt basteln wir uns erstmal das ultimative Werkzeug. Als ich das dem dem RPG-Kurga mal erzählt habe, dass es ein Werkzeug gibt, was da Ultimate Fist heißt, hat er gleich wieder gelacht, weißt du? Hey, da mussten wir ja gar nicht so weit weg. Das ist natürlich super. Upsa. Upsa. Fling, fling. Coole Sache. Pass mal auf, jetzt bauen wir uns nämlich mal ein Werkzeug, wo wir uns dann nachher nicht mehr damit, wo wir uns dann nachher nicht so ärgern müssen, dass das Werkzeug zu Ende ist. Oder dass das Werkzeug leer geht. Jetzt zimmern wir uns hier mal so ein. Zack. Guck an, da ist sie. In all ihrer Pracht haben wir die Ultimate Fist. Und die Ultimate Fist hat einfach nur den Vorteil, dass die einfach drauf losmetert wie ein Weltmeister. Und dass wir nicht wirklich viel Werkzeuge brauchen. Das heißt, wir haben mehr Platz im Inventar. Also können wir uns jetzt erstmal unsere Klamotten hier ein bisschen kaputt hauen. Und wir sparen uns natürlich auch entsprechend Rohstoffe. Deswegen wollte ich unbedingt Diamanten haben, dass wir zumindest eine Ultimate Fist unser eigen nennen. Da finden wir dann mit Sicherheit raus, was wir noch an Werkzeugen oder an Werkstoffen aus dem Berg holen können. Ja, also wie gesagt, die Ultimate Fist ist aus meiner Sicht ein quasi unverzichtbares Werkzeug.
Zumindest, wenn man sie hat. Das geht natürlich auch alles mit Vanillamitteln, aber sie verfeinert oder sie erleichtert einem aufs Angenehmste das Gameplay. Nachteil an der Ultimate Fist, diese ist unglaublich rücksichtslos und durch weiche Materialien wie Sand und Erde geht die durch wie nix. Ja, da muss man halt ein bisschen aufpassen. Aber ich zeig dir das jetzt auch gleich. Lass uns erstmal hier das Werkzeug kaputt kloppen. Und ein bisschen Materialien einsammeln. Vielleicht treffen wir ja doch noch auf irgendwie Diamanten oder so. Das Schöne ist an der Ultimate Fist, du brauchst halt auch keine Schaufel oder ähnliches im Zweifel. Das ist zwar dann auf Dauer ein bisschen voll am Cheaten, aber bin ich eigentlich nicht, weil du kannst halt mit der Ultimate Fist alles abbauen und der Entwickler hat sich schon was dabei gedacht, als er die Ultimate Fist erfand. Ja, ich weiß gar nicht, ob es sie für die 1.7er oder 1.8er Version schon gibt von Minecraft. Keine Ahnung, kann ich nicht sagen. Wir sind ja aktuell auf einer 1.64er unterwegs, das ist aber auch nur deswegen geschuldet, weil wir hier halt noch Mods haben, die es sonst in der Form eigentlich so nicht mehr gibt. Ja, und ich bin nun mal einer der Verfechter von dieser Fraktion, die auf die ein oder andere Mod nicht so gern verzichten. Ja, also wenn ich es mir leisten kann, verzichten wir darauf nicht. Und es kostet mich ja kein Geld, also kann ich es mir leisten. Hahaha. Ja. Ja, und hier wird es vielleicht auch noch eine kleine andere Änderung geben im Bereich der Ultimate Fist. Oder, ach, im Bereich der Ultimate Fist. Es wird noch eine Änderung geben im Bereich der Minecraft-Welt hier. Es sieht wohl schwerstens danach aus, dass der ganze Spaß jetzt nun doch auf einem Game-Server gehostet wird und fertig, weil wir haben heute Mittag probiert, die Let's Play-Geschichte wieder zu starten, die Let's Play-Together-Geschichte, also sprich, ich habe probiert, mit dem MS-74 was anzureißen und wieder ein bisschen was Neues zu starten. Und da fiel es uns doch auf, dass unser TeamSpeak-System in der Form abkackt, dass wir hier mit internen Produkten gar nicht wirklich was machen können. Also, das heißt, wir konnten hier unseren TeamSpeak-Server nicht wirklich starten. Und als wir ihn doch gestartet haben, war er von außen nicht erreichbar. Und das sind Punkte, die ich einfach auf Dauer nicht mehr mitmachen möchte. Wo ich mir dann gesagt habe, okay, pass auf, wenn es nicht funktioniert, dann gehen wir halt her. Ich baue jetzt hier oben erstmal alles voll. Vielleicht können wir ja dann nachher was wegschmeißen oder so. Mal gucken. So. Ja, da haben wir uns dann gedacht, okay, komm, das macht keinen Sinn. Dann nehmen wir doch lieber Server, die von externer Statur sind, die wir dann also extern auch erreichen können. Ja, und da fiel halt die Wahl erstmal die erste auf Netrado. Wenn du natürlich eine Idee hast, was besser sein könnte, dann immer her damit. Also wenn du da eine stabilere Serverplattform hast, die stabiler und auch noch günstiger ist, dann schone mich nicht, dann immer her mit den Vorschlägen. Ja, weil dann kümmere ich mich drum, dann gucke ich mir das an und dann machen wir das. Sofern möglich, ne? Versteht sich. Das muss ja immer irgendwo alles im Rahmen bleiben und warum nicht? Wenn da was ist, womit man sich verbessern kann, jederzeit. Ich glaube, ich habe ein bisschen viel Dünnpfiff gelabert gerade, aber du wirst dir das schon zusammenreimen, denke ich, weil du bist ja auch nicht von vorgestern, du weißt ja, was ich meine. Hoffe ich jedenfalls. Ich reiß hier als das Maul auf, weißt du? Ich mache hier als die große Fresse, so von wegen, meine Zuschauer wissen das. Und am Ende sitzt einer von euch dann davor und sagt, was hat er jetzt gesagt? Ich weiß nicht, was er meint. Allen voran der MS-74, der dann sagt, wä? Wupp. Guck mal hier. Ah, hier lohnt sich doch die Diamantenausbeute. Guck dir das an, Mann. Das ist doch... Ey, das ist ja mal richtig fett. Ist vielleicht fast schon übertrieben, wa? Eisen haben wir auch wieder. Sehr gut. Aber... Die Diamanten waren erstmal wichtig, weil dann können wir Rüstungen basteln und. Dann lohnt sich auch ein Enchantment drauf zu packen, weil ich habe ja mittlerweile... Erfahrungslevel hier von fast 40. Und das
lässt sich dann schon sehen. Weißt du? Da kann man doch schon mal was mitmachen.